Die Box ist prall gefüllt und alles, was hier drin ist, kann einer oder eine von euch gewinnen. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet und willkommen zu einem neuen Video. Ein Meilenstein wurde wieder erreicht und zwar, ja, ihr könnt es sehen, die 2000 Abonnenten sind da und ja, ein paar mehr sind es mittlerweile sogar. Mich freut das so riesig und ihr kennt das von mir, wenn ein Meilenstein erreicht ist, gibt es auch ein bisschen was zurück von mir. Und ja, ich hatte vor einiger Zeit die Pink Panda Box bestellt, eine Mystery Box. Die hatte ich auch ausgepackt, wenn euch das interessiert. Ich verlinke es mal unten. Könnt ihr später mal reinschauen. Und den Karton fand ich ganz süß. Ich dachte, vielleicht freut sich jemand darüber. Das Design ist ja ganz nett. Und dieser Karton ist prall gefüllt mit jede Menge Beauty und Pflege. Und der Warenwert, der hat sich gewaschen. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich werde das Ganze jetzt ähnlich wie bei einem Unboxing aufziehen. Ich zeige euch jedes Produkt, das ich in diese Box gepackt habe. Und am Ende sortiere ich das alles wieder fein dort rein. Und einer oder eine von euch kann das dann gewinnen. Die Teilnahmebedingungen und was man machen muss und wie lang die Verlosung läuft, das steht alles hier unten in der Infobox. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, denn nur so können wir weiter wachsen und ja, auch nur so wird es in Zukunft häufiger Verlosungen geben. Von daher, wir starten jetzt. Ich mache das gute Teil mal auf und ja, ich habe rund um Pflege und Beauty Sachen hier hineingepackt, Sachen, die ich in Pinkboxen hatte, Sachen, die ich auch gekauft habe, ja, teils mit einem ziemlich gewaltigen Wert und da fangen wir doch hier oben mal an. Also ihr seht, das Teil ist echt randvoll. Hier oben habe ich euch einen Eyeliner reingepackt, der war in der Interstellar Pinkbox und zwar ein Metal Liquid Liner. Super schön, aber Eyeliner ist einfach nichts für mich. Der ist auf jeden Fall dabei. Dann haben wir hier von Lord & Barry einen ja, Crayon Lipstick. Den hatte ich von längerer Zeit mal in der Pinkbox gehabt. Der hat einen violetten Farbton und ja, ist quasi aufgemacht wie ein Wachsmalstift. Ja, dieser Lippenstift hat einen Wert von 20 Euro. Ich habe den nie verwendet, keine Sorge. Ja, der ist auf jeden Fall darin. Das ist einfach nicht mein Farbton und ich dachte, dann kann sich jemand anderes daran erfreuen. Dann habe ich euch eine Maske hier reingepackt und zwar eine Peel-Off Aktivkohle-Maske von Isana. So sieht das Teil aus. Dann aus der letzten Pinkbox den Intuition. Und zwar von Wilkinson, den Intuition Sword. Wilkinson Sword, den Intuition, so rum. Der ist dabei. Das ist ein, was ist das? Ein 5-Klingen-Rasierer. Und ja, der war jetzt, wie gesagt, in der letzten Pinkbox. Sieht sehr nice aus, aber ich habe einen Rasierer und was soll ich mit mehreren? Dann haben wir ja den Adventskalender ausgepackt mit den Badezusätzen. Und da habe ich euch drei Badezusätze reingepackt. Die Sternschnuppe, die Meerjungfrauenflosse und das Einhorn. Dann sind wir schön gepflegt, rasiert, mit Maske und gebadet. Dann geht es auch ein bisschen ans Herrichten. Da habe ich drei Nagellacke. Nagellacke ist, glaube ich, richtig, ne? Und zwar von Rival Loves Me. Ich habe einmal, wo steht der Farbton? Steht der hier irgendwo? Genau. Einmal den Farbton 7. Fun, fun, fun. Einmal, da steht nichts drauf. Moment, steht was drauf? Nö. Farbton 11, Squat. Und einmal den Farbton 27, Tint of Mint. So, da haben wir einmal, ich schüttel den mal, da hat sich ein bisschen was abgelagert. Einmal hier den Farbton, das ist so ein Korallfarbton. Dann einmal etwas natürlicheres, so ein, es geht so in dunkles Nude Braun. Und dann noch ein helles Türkis, so ganz hellblau. Die drei, die sind auf jeden Fall auch in der Box. Dann haben wir hier ein Trockenshampoo von Batiste. Das ist auch in der Box.
Dann habe ich eines meiner Lieblingsduschgels reingepackt. Und zwar von Far Cream and Oil mit Kakaobutter und Kokosöl. Das mag ich sehr, sehr gerne und dachte, da erfreut sich jemand dran, weil der Duft ist einfach nur bezaubernd. Dann habe ich noch ein Shampoo reingepackt und zwar ein Seidenglanz-Shampoo von Goul. Dieses hier. So schaut es aus. Dann hatte ich vor einiger Zeit in der Pinkbox mal Invisibobbles, diese Spiralhaargummis. Ich hatte die damals ausgepackt, ich weiß nicht warum, denn ich habe leider mit meinen Locken keine so positive Erfahrung mit diesen Teilen gemacht. Die sind vollkommen unbenutzt, das sind originale Invisibobbles, aber ja, ich dachte, jemand anderes kann die sehr viel besser gebrauchen. Dann habe ich hier ein Make-up, wir haben Eyeliner gehabt, wir hatten Lippenstift, wir haben Nagellack, dann dachte ich noch ein bisschen was zum Foundation, zum rosig machen. Mal wieder richtig dran kleben hier. Und zwar habe ich von Essence Stay All Day den Farbton 20, das Soft Nude. Das ist mein absolutes Lieblings-Make-up und das muss ich auf jeden Fall auch mit reinpacken. Und wir haben jetzt alles gepflegt, was man an unserem Körper pflegen kann und sind beim Schminken und jetzt fehlt noch was an den Augen. Und da habe ich für euch einen Revolution-Kracher und zwar die Maxi-Palette. Die ist noch verschlossen, aber die Farben sind der absolute Kracher. Da könnt ihr eine riesen Menge an Looks schminken und die ist auf jeden Fall auch in der Box drin. Von daher, ihr habt alles rund ums Pflegen, Shampoo, Duschgel, eine Maske und alles fein noch rasiert. Und dann hinterher könnt ihr euch fein machen mit Make-up, Eyeliner, Lippenstift, der schicken Revolution-Palette. Und dann hatten wir vorhin ja noch Nagellack und die Invisibobbles und das Trockenshampoo und die Badetabs. Genau. Ja, meine Süßen, das ist die Box, die ich für euch zusammengestellt habe. Ich hoffe, ja, ihr freut euch darüber und nehmt fleißig an dieser Verlosung teil. Wie gesagt, alles steht unten, was es zu beachten gibt. Ich möchte noch einmal ganz, ganz, ganz groß Dankeschön sagen, denn ich bekomme so unglaublich viele liebe und süße Kommentare von euch. Und ich freue mich jedes Mal und bin auch immer bemüht, die Kommentare zeitig zu beantworten. Und ja, auf die Art möchte ich einfach Danke sagen und hoffe, ja, dass sich jemand sehr, sehr, sehr über all die schönen Sachen hier freuen wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Glück. Ich drücke euch die Däumchen bei der Verlosung. Nehmt fleißig teil, teilt auch das Video. Erzählt den Freunden, wenn hier was bei ist, was vielleicht euren Freunden gefallen könnte. Und ja, in diesem Sinne sage ich jetzt Tschüss und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.